1995, 2000 und 2007. Die Erscheinungsjahre der PlayStation-Konsolen 1 bis 3. Am 29. November 2013 kommt mit der PlayStation 4 die neueste Konsole aus dem Hause Sony auf den Markt. Die PlayStation 4 ist das leistungsfähigste System im Markt. Also man muss sich vorstellen, sie ist 10-mal leistungsfähiger als die PlayStation 3. Und das zu einem sehr, sehr attraktiven Preis von 399 Euro. Wenn man von einer 10-mal stärkeren Leistung gegenüber der PlayStation 3 redet, dann macht sich das auch in Grafik und Sound bemerkbar. In der Nähe des Münchner Messegeländes konnten sich Medienvertreter einen ersten Eindruck von dem neuen Schmuckstück verschaffen und mit Ulrich Barbian, Marketing Director von Sony, über das neue Produkt sprechen. Neben der stärkeren Leistung gegenüber der PlayStation 3 bietet der Nachfolger noch weitere Highlights. Was die PlayStation 4 gegenüber der PlayStation 3 auch bietet, sind Schnittstellen zu Social Media Plattformen. Das heißt, man kann seine Spiele, sein Spielerlebnis über Facebook oder Twitch mit seinen Freunden teilen. Und das funktioniert über den sogenannten Share-Button. Wenn man den drückt, dann kann man die letzten 15 Minuten zum Beispiel seines Gameplays aufnehmen und dann über Twitch oder auch über Facebook mit seinen Freunden teilen. Mit der PlayStation 4 gibt es auch einen neuen Controller. Dieser bietet neben einem Kopfhörerausgang, integrierten Lautsprechern und einem besseren Rumble-Effekt auch ein Touchpad auf der Vorderseite. Dazu findet man auf der Gamepad-Oberseite eine LED-Leiste, die farblich leuchtet. Knapp 30 Spiele kommen in den ersten 6 Wochen für die PlayStation 4 auf den Markt. PS4-Besitzer müssen auf diese Games zurückgreifen, denn die neue Konsole ist mit anderen Sony-Produkten nicht kompatibel. Also eine sogenannte Abwärtskompatibilität können wir leider nicht zur Verfügung stellen. Das heißt, PlayStation 3-Spiele werden auf der PlayStation 4 nicht zu spielen sein. Die Nachfrage dennoch riesig. Bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart gibt es über 1 Million Vorbestellungen. Denn neben dem Spielen und dem neuen Social-Media-Konzept bietet die PS4 auch altbewährtes. PlayStation 4 steht für eine Gaming-Konsole, aber wir bieten auch Zusatznutzen an. So kann man auch weiterhin natürlich Blu-rays abspielen oder es werden auch verschiedenste Videostores verfügbar sein. 5, 7 und 6 Jahre lagen zwischen den Erscheinungsterminen der einzelnen PlayStations. Und dieser Rhythmus soll auch in Zukunft beibehalten werden. Man muss sehr, sehr lange wieder auf die nächste Konsolengeneration warten. Also wir gehen von Produktlebenszyklen von 10 Jahren in unserer Industrie aus. Und da wird bei PlayStation 4 sich auch nichts ändern. Ziel ist es, mit der PlayStation 4 wieder Millionen Spieler zu begeistern. So wie es aussieht, wird dieses Ziel mit Sicherheit erreicht.